großen Propheten sind vonnöten. Drei Sammelnüsschen, saftig sind sie, doch satt machen sie nicht. Und als drittes, beliebt ist die Frucht bei Biene, Mensch und Tier. Die Menschen müssen rausfinden, was sich hinter dem Rezept verbirgt. Wenn sie es nicht schafft, heute Abend die Jahresuhr auf den März weiterzustellen, dann ist es aus mit der Königin. Und auch mit uns. Es liegt an den Kräften des frostigen Fürsten. Sie waren noch nicht so stark. Ab jetzt werde ich über das Königreich herrschen. Um mir zu helfen, müsstet ihr beide eine gefährliche Aufgabe übernehmen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ihr müsst die Zutaten für einen Trank finden, der die Königin heilt. Du wirst ihn ja in Sümpfe? Bist du verrückt? Nein. Wir werden die Rätsel lösen. Ihr habt genau 6 Stunden Zeit. Viel Glück. Sie werden kläglich scheitern. Valentin? Wo bist du? Lass es schneien. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Dong, dong, gleich schlägt die Turmuhr. Ich versinke! Komm her! Typisch Fräulein Merz. Will wieder alles alleine erledigen. Ganz richtig. Ich bin schließlich der nächste Monat. Die Merzfrau. Vom Menschen erkannt, hilft der Monat gewiss. Der Juni. Schick, schick. Ich bin ja auch der schönste aller Monate. Ich bin euch doch eh egal. Immer der dunkle, unfreundliche Februar. Deswegen habe ich auch weniger Tage als ihr. Du bist doch ein Teil von uns. Und wir ein Teil von dir. Wir funktionieren nur zusammen. Meine Brüder und ich sind Findelkinder. Der Bach hat uns hier ans Ufer gebracht. Jungs, guckt mal, ihr habt das Schwesterlein bekommen. Ganz gleich, wo wir herkommen. Wir haben es gut hier. Hast du die Kinder ertränkt, wie ich es dir befohlen habe? Sie waren doch noch so klein. Möge Gott dich beschützen. Sie müssen sterben. Möchtest du nicht wissen, wer deine richtigen Eltern sind? Ich weiß, wer dir helfen kann. Der Vogel der Wahrheit. Und wo ist er? Auf dem Zauberberg. Wenn man ihm einen Mistelzweig vom goldenen Baum und Wasser aus der Quelle des Lebens bringt, beantwortet er jede Frage. Es ist noch niemand vom Zauberberg zurückgekommen. Man sagt, alle, die da waren, wurden versteinert. Das ist eine unsichtbare Kraft. Eine unsichtbare Kraft? Das ist hier viel zu gefährlich für euch. Ihr müsst sofort wieder zurück. Hätte ich euch nur eigenhändig ertränkt. Erster! Du bist der Vogel der Wahrheit. Ihr seid die Kinder des Königs. Das denkst du dir jetzt aus. Was für ein Schwächling du bist. Wir müssen zum Schloss. Den Weg müsst ihr alleine gehen. Hast mir alles geraubt. Mein Glück, meine Kinder. Dieses Mal kümmere ich mich selbst darum.